Hallo und herzlich willkommen zur Gewinnspielauflösung vom Level 200 Spezialgewinnspiel vom lieben Mr. Mamalo. Es haben einige teilgenommen. Insgesamt waren es 19 Stück. Und jetzt schauen wir einfach mal, wer gewinnen wird. Es gab 10 Plätze. Die restlichen bekommen dann einen Trostpreis, nämlich einen Karotten-Apfel-Chutney. Muss ich sagen, starten wir mit Numero Platz 1, 10 Euro Passive Card. Diese gewinnt Eisbier. Herzlichen Glückwunsch. Dann löschen wir dich aus der Liste raus, denn das kann jeder nur einmal gewinnen. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mit dem zweiten Platz an. Grillschürze von Farmarama. Mal schauen, wer diese gewinnen wird. Dividora. Sehr knapp. War fast noch Burli. Gut, dann dritter Platz war ein Monat jeden Tag einen Frühlingskranz. Alter Schwede, das ist heftig. Wer wird diesen Preis gewinnen, diesen Platz belegen? Jan Hemm. So, herzlichen Glückwunsch dazu. Dann haben wir jetzt die ersten drei Plätze und dann geht's gleich weiter mit Platz 4, 5 Sonderbäume, die der liebe Mr. Mamalo raussuchen wird. Diese gehen an Lady 23032. So, dann fünfter Platz, Biberburg Pink. Oh, die ist schon geil, die Biberburg. Mal schauen, wer sie gewinnen wird. Und oh, Seidnitzer 2000. Herzlichen Glückwunsch, das war wirklich sauknapp. Sechster Platz, Eselstall Pink. Und nochmal vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer. Hat uns riesig gefreut. Das Video ist ja sehr gut angekommen. Und Eselstall Pink geht an den lieben Miss Mega Game Freak. Herzlichen Glückwunsch. Dann siebter Platz, Bienenstock Pink. Wer wird den Bienenstock gewinnen? Skyfuhr on Farm. Herzlichen Glückwunsch. Dann der achte Platz. Fledermaushöhle Neon. Boah, die ist echt geil. Die bringt mega viel EP. Die wäre schon ganz cool. Aber wir sind da ja nicht dabei. Wir dürfen ja nicht mitnehmen. Burli 14. Herzlichen Glückwunsch zur Fledermaushöhle Pink. Neon meinte ich. Und dann geht es weiter mit dem vorletzten Platz. Pferdestall Neon. Mal schauen, wer diesen gewinnen wird. Melli 13, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt der letzte Platz. Schweinestall-Nähe und jetzt wird spannend, wer wird ihn gewinnen? Make 911. Ja, sorry an die anderen, aber ihr bekommt ja trotzdem einen schönen Preis, einen Karottenapfelschutney. Das kann man immer gebrauchen für Events und so weiter. Jetzt würde ich sagen, machen wir nochmal einen kurzen Cut und dann schauen wir uns nochmal die Gewinnübersicht an, wer denn jetzt nochmal was gewonnen hat. So, hier nochmal der erste Platz. Die Passive-Karte hat der liebe Eisbier gewonnen. Dann der zweite Platz, die Schürze Dividora. Dritter Platz, den Frühlingskranz. Ein Monat lang, der Jan Hemm. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und dann die restlichen Platzierungen. Der vierte Platz. Einmal die Lady 230-32. Fünfter Platz Seidnitzer 2000. Sechster Platz Mega Game Freak. Siebter Platz Skyview on Farm. Achter Platz Burli 14. Neunter Platz Melli 13. Zehnter Platz Mac 911 und Trostpreis alle restlichen, die teilgenommen haben und leider nicht gewonnen haben. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch, dass ihr alle teilgenommen habt. Waren relativ viele. 19 Stück hätten wir eigentlich gar nicht erwartet. Nochmal vielen, vielen Dank und die Preise werden dann per Gift and Trade verschickt. Die ganzen Ställe, Bäume. Frühlingskranz geht dann ab dem 1. August los. Die Schürze bekommt ihr natürlich per Post. Da wird euch noch der liebe Mr. Marmalo anschreiben. Und die Passive-Karte wird euch ebenfalls nochmal der liebe Mr. Marmalo anschreiben. Ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt mit dieser Gewinnspielauflösung. Nochmal.
Herzlichen Glückwunsch und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao!